in Schwarz. Logischerweise dann von rechts nach links. Alles ist bereit. Und Vincent Chantry gibt das Spiel frei. Perdedai mit Dombrovka davor auf der 6. Und vorne drin Mendler, Harris. Das Ganze jetzt während eines ersten guten Angriffs. Und da ist auch schon direkt das 1:0 für die Gäste. Das war ziemlich einfach gespielt. Da war viel zu viel Platz. Das dürfte Jost Mairosee gewesen sein. Wir sind gespannt, wie die Mannschaft reagiert. Das Ganze während Schott Mainz wieder im Angriff ist. Der Ball kommt durch. Mainz bleibt im Ballbesitz. Der Abschluss. Und das ist schon das 2:0. Auch wenn da eine Menge Glück dabei war, ist das natürlich viel zu leicht. Das waren 3 Pressbälle und schon landet der zweite Ball mit der zweiten Chance im Tor der Homburger. Eine linke Seite, das ist eine Sache für Markus Mendler. Linker Fuß, Ball kommt rein auf den kurzen Pfosten. Perdedai verlängert und an die Latte geköpft im Homburger Strafraum. Ball kommt mit dem rechten Fuß zum Tor hin, kommt wieder halb hoch, Ball ist eklig. Abschluss und das war der Pfosten. Noch entscheidend gestört. Mendler zieht jetzt in die Mitte rein und da ist mal Platz für Harris. Harris kann schießen. Rechts am Tor vorbei. Sobald es 20, 25 Meter vors Tor geht, ist der Druck zu groß. Da traut sich keiner, sich mal gegen 2 durchzusetzen. Jetzt nochmal der Ball für Steinmetz. Flanke ist hoch. Flanke kommt rein von der rechten Seite. Mendler, aber das ist das 1:2. Auch wenn das hier von meiner Position aus nach Abseits roch. Und das ist gleich der neue Mann, Fabian Eisele mit der Nummer 23. Der da das Zuspiel von Mendler. Perdedai probiert es jetzt mal durch die Mitte. Gibt raus auf Sleppert. Perdedai probiert es jetzt mal selbst. Nächster Schuss. Und der geht ins Tor. Traumtor. In der 77. Spielminute der Ausgleich. 2:2 zwischen Homburg und Schott Mainz. Da schlägt der Ball unhaltbar oben links in den Winkel ein. Jetzt sind 94,5 Minuten rum. Aydin Ay läuft draußen heiß. Gibt es noch einen langen Ball? Tom Kretschmer mit dem Ball am Fuß. Schlägt ihn wieder weit. Harris verlängert. Ball kommt nicht durch. Jetzt hat er die Pfeife schon im Mund. Und das war's. Der FC 08 Homburg und der TSV Schott Mainz trennen sich an diesem Dienstagabend mit 2:2 unentschieden.